Aber da grabe ich mich einfach hier durch. Hier, und dann bauen wir einfach eine Leiter nach oben. Wenn ich das könnte, ich glaube, das sollte ich mal priorisieren, damit wir das gleich einstellen können. Gut. 1, 2, 3, das sollte noch nicht reichen. Jetzt sollte es reichen. Jo, das sind ganz schön viele Schulmäuse. Was haben wir denn da? Eisen? Eisen, 2 Tonnen. Hm. Was sieht denn 3 Tonnen? Irgendwas immer noch jemand? Ah, Wasser läuft endlich rein. So, ich hätte gern alles unter... ...130 Grad. Das ist mir okay. Ah, und wir müssen hier das... Ah, ist ein Vakuum. Sehr gut, ich dachte schon. So, schließen. Dann ist die Kammer fertig. Die Generatoren stehen. Wir können hier das Kühlmittel hier abtrennen. Das kann weg. Dann läuft das Kühlmittel jetzt durch die Turbinen. Gut. So, dann braucht er noch selber Kühlmittel. Dann leiten wir mal Petroleum durch. Hopp. Und da. Bop. Okay, dann müssen wir das oben einmal abtrennen. Hilfstriebwerke laufen. Warum läuft er nicht durch? Ach, weil das nicht verbunden ist. Das war irgendwas anderes. Okay. Dann nehmen wir das da mit dem und den trennen wir dann unten ab. Okay. Und den können wir hier mal entfernen. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt läuft Petroleum durch. So, dann ganz köstliche durchlaufen. Ich glaube, das reicht auch an Wasser. So. So, dann sind wir hier unten auch bereit. Das überschwemmt noch nicht. Gut. So, Petroleum läuft durch. Wir machen einmal eine volle Ladung und lassen das da noch drin. Vielleicht baue ich auch einen Entflüssigkeitstank. 125, 150, 125, das reicht nicht. Der würde überhitzen. Ich will nicht 400 Stahl dafür ausgeben, nee. Dann leiten wir das einfach so durch. Also eigentlich ist der schon fertig. Wir könnten es einmal sagen, wandel mal Aluminium um und zwar... 10 ist ja eine Tonne. 50 sind 5, dann machen wir mal 90. So, viel Spaß beim Umwandeln. So, der ist voll. Dann trennen wir das einmal ab und leiten das Wasser wieder. Oh Gott. Ja, wir haben sehr viel Petroleum jetzt da drin. Hm, das war sehr schlau von mir. Wo schicke ich denn das jetzt hin? Ich trenne den mal besser ab. Und den leiten wir mal kurz so rüber. Dann kann er mal darauf zugreifen. Okay. Und Destination discovered. Sehr gut, das funktioniert mit dem Teleskop. Dann schauen wir doch gleich mal. Wir bräuchten nämlich, Dingens. Habe ich vergessen, wie es heißt. Das eine Metall. Damit wir Thermium herstellen können, brauche ich eigentlich Thermium dafür. Das ist eine gute Frage. Schauen wir uns gleich später mal an. Auf jeden Fall haben wir fehlenden Kohlenstoff und Kohle. Und fehlenden Kohlenstoff und Kohle. Sehr gut. Haben wir noch einen erkundet? Ja. Eisen und Kupfer. Falls wir Eisen und Kupfer brauchen, können wir auch dahin fliegen. Aber leider sind die Frachtcontainer so blöd. Da passt ja nicht so viel rein. So, das hätte ich gerne abgebaut. Das hätte ich gerne abgebaut. Und das da unten hätte ich abgebaut und gebaut. So, dann haben wir noch Platz für Pflanzen. 23 Grad. Machen wir fröhlich Blatt rein. Bam.
Bam. So. Oh, und das da unten hätte ich auch gerne abgebaut. Auch ein Platz. Da unten zwar nicht, aber... Warum nicht? Achso, und ich wollte ein paar Batterien bauen. Ehrlich, das da stört mich ein bisschen. Da würde ich das hier hinbauen. Die untere Kammer könnten wir mal öffnen. Ich meine, warum brauchen wir die denn da? Und hier haben wir noch sehr viel Granit. 61 Tonnen. 1, 2, 3, 4. Das nehmen wir doch mit. Weg mit dem Ziegel. Und dann baut das da mal ab. Ist ja furchtbar. Bam. Okay, es sind noch 30 Tonnen, aber egal. Was haben wir hier? Algen, 1000, 1000, 1000. Na gut. Oh, nochmal Granit. Nochmal 30 Tonnen für uns. Nehme ich mit. Und die Erde kann ich auch mitnehmen. Und ganz ehrlich, das, was da am Rand ist, kommt mit. Schön. Gut, dann läuft das jetzt erstmal alles stabil. Ich würde... nee. Nee, noch nicht. Wir warten auf das. Ich wollte das sehen. Hat er was eingeschmolzen? Arbeitsauftrag. Genau, jetzt schmilzt er. Dann sehen wir mal, wie das sich das abkühlt. Oder erhitzt. Ja, ich glaube erstmal erhitzt. 136 Grad wird auf 100. Okay, gut. Gut, läuft doch. Wir bräuchten eigentlich mehr Kühlmittel, aber es geht jetzt gerade nicht. Dann läuft das wenigstens. Die untere Metallraffinerie kann weg. Bekommen wir ein bisschen wieder. Bam. Schön. Ein bisschen Wasser. So, der Stampfer, der kann gerade nichts machen. Dann... Was ich auch gern hätte, wäre, wie viel Aluminium haben wir gerade? Okay, wir müssen ein bisschen herstellen, später stellen wir Stahl her. Ja, ist aber in Ordnung. Okay, dann Destination discovered. Felsiger Asteroid. Dann würde ich mal schauen, wie bauen wir unsere erste Rakete? Kann man hier hinbauen, das ist sowieso Schrott geworden. Es wird halt runterfallen, das ist leider schade. Wir haben nicht genügend Glas dafür. Dafür ein bisschen drauf geht. Unsere erste Rakete, das wäre sowieso wieder ein Dampftriebwerk, nicht wahr? Ja. Billig. Trotzdem. Oh, wir haben nicht mehr genügend Stahl dafür. Wo ist mein ganzes Stahl hier wieder hin? Die Fertigkeiten-Scrubber würde ich erstmal weg... Oh, den lasse ich da. Den kann man ja immer gebrauchen. Ich habe wieder mal Stahl verloren. Und ich werde endlich mehr größere Batterien bauen. Ich brauche eine Batteriefarm. Ich meine, wenn wir hier die Kühlungen schon haben, können wir die ja hinbauen. Und zwar, die können wir sogar aus Gold bauen. Aluminium brauche ich ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Gut. Ich glaube, das reicht. Wupp. Ah, dann bräuchte ich aber überall Wärmetauscher. Nee, dann nicht hier. Weg damit. Als ob ich überall Wärmetauscher hinbauen würde. Ich glaube, hier passt das doch rein. 30 Grad. Über dem. Ja. Da ist sogar schon ein Kabel drin. Das ist ja wie gemacht dafür. Gut. So, wir müssen nur die Kabel ein bisschen anders hinbauen. Ah, wir brauchen nicht mehr Doppeltüren. Das war ja früher. So, Gebäude abreißen, weg damit.
So, da kommt jetzt eine tolle Treppe hin. Dann bauen wir da nicht Gitterziegel, sondern normale Ziegel. Das Kabel müssen wir unbedingt umleiten, bevor wir das abschneiden. Das bauen wir mal aus Gold. Das bauen wir aus Gold. So, das kleinere Kabel muss mal dort weg. Da bauen wir eine kleine Brücke dort unten auf. Ja, da ist gut. Jawohl, nee, da ist nicht gut. Wenn wir das einfach so rüberleiten, geht das ja. Dann müssen wir nicht ein neues bauen. Nehmen das Kabel dann einfach hier rüber und leiten es da durch. Kabelbrücke steht, weg mit dem Kabel. So, rüber mit dir. Ziegel hier rüber. Okay, dann, wenn das Kabel da dran ist, können wir das entfernen. So, weg damit. Hopp. Unterbrechungsfrei rübergeleitet. Jetzt habe ich da eine Kabelbrücke, die ich nicht brauche. Aber egal. Okay, wir haben wieder ein Sauerstoffproblem. Aber auch nur gerade, weil wir sehr viel nach oben leiten zu den Anzügen, weil die sehr oft mit den Anzügen beschäftigt sind. Okay, was denn da los? Oh, da fehlt ein Kabel. Das habe ich vergessen. Das kostet nur Strom. Mag ich nicht. Fertig bauen. Und fertig bauen. Der Rest läuft. Gut. Sind jetzt sowieso ein Signal rausgegeben. Kommt gleich ein Angriff. Muss ich die anderen nicht aktiv? Okay, die sind aktiviert. Auch aktiviert. Jetzt geht aber. Okay, das sind wenige zum Glück. Spart Munition. Wir haben noch ein bisschen, die da ist. Es wird auch wieder was hergestellt. Okay, das läuft automatisch ein bisschen. Auch wenn die haben ein bisschen was anderes zu tun hat. Wo auch immer er gerade ist. Ah, die Ernte ist wieder da. Wir bekommen wieder Essen rein. Sehr gut. Erde haben wir noch. Mache ich mir keine Sorge. Keine Sorgen. Was wir machen können in der Zeit, ist ein bisschen Holz in Ethanol umwandeln. Ich brauche einen Ethanol-Tank. Ich meine, das wird auch seine Zeit dauern. Jetzt, wo wir gerade Strom haben, ist es ja ganz nett. Also. Bauen wir doch einen Tank. Aus Granit. Ja. Da passt es doch so. Umwandeln, veredeln. Wollen wir das Bleichstein? Ethanol. Ethanol-Distillerie. Raffiniert Holz zu Ethanol. Ich meine, Holz brauche ich nicht, deswegen. Einen. Und vielleicht sogar zwei. So, das kann weg. Eine schöne Leiter nach unten. So, Auslauf. Ich meine, wie viel wandelt er denn bitte um? Ethanol 500 Gramm, das geht ja easy. Das reicht ja. Gehen wir mit einem Auslauf hin. Upp. Ja, einfach so anschließen. Fertig. So. Starkstromkabel. Gold. Bam. So. Dann braucht er noch Holz. Das läuft dann so. Gasabzug hat er nicht. Ich würde dann. Das auch automatisieren. Geht das? Sollte gehen. Machen wir Eisen. Eisen brauche ich sowieso. Wir machen jetzt Aluminium. Mit Gold genommen. So, dann lagern wir mal unser Holz hier drin. So, das unten haben sie auch gebaut. Ist
Da Wasser drin? Nee. So, wo ist Landwirtschaft? Nee, organisch. Vielleicht ein verbrauchbares Erz? Nee, okay. Wo ist Holz? Holz. Industrielle Zutat. Okay, darauf muss man erstmal kommen. Und schon läuft das. Und wir erzeugen sogar verschmutzte Erde. Nett. Ich hoffe, die kosten nicht so viel Strom. Ja, 240 Watt, aber es geht. Beide laufen. Ethanol kommt jetzt zusammen. Perfekt. Okay, das können wir ja in der, einfach so laufen lassen. Hier haben wir schon Dampf drin. Aber es darf ja nicht mehr als 130 Grad rausgehen. Das wird auch kein Problem sein. So, wir haben ein bisschen Aluminium zusammen, eine Tonne. Ich würde dann Eisen zu Stahl und Eisenerz zu Eisen, das würde ich auch mal umwandeln. Und wie viel Stahl können wir denn erzeugen? Ein bisschen. Gut. Oh, das geht. Achso, wir haben dort Regolith mit 366 Grad. Neue Destination. Ja, da müssen wir. Ah, wir müssen mit der Stall investieren, damit wir das machen können. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Wenn ich ein bisschen Glas einschmilzen. Ich bräuchte auch einen Zugang mit dem Transitrohr darüber. Dann bauen wir doch mal was. Wäre besser gewesen, wenn wir da eine Leiter gebaut hätten. Das darf einmal abgerissen werden. Ja, super von mir. Dann bauen wir das einfach drunter. Einmal bis dort rüber. So, dann bauen wir noch ein Transitrohr, der einfach hier runter geht. Ich hoffe, das geht nicht kaputt. Wird wahrscheinlich kaputt gehen. Wir bräuchten also Stahl auf der anderen Seite. Oh, und die Batterien sehen voll aus. Nett. Da bringen die Solaranlagen eine Menge. Ich würde eigentlich die Batterien noch weiter ausbauen. Bräuchte das Plastik? Ich weiß es nicht. So, aber die haben erstmal hier was zu tun. Und die haben ein bisschen Glas mitgebracht. 15 Kilogramm fehlen noch. Da fehlt ein bisschen Eisenerz. Ich würde ein bisschen mehr Petroleum reinleiten. Wahrscheinlich konnte der nicht mehr haben, weil noch kein Auftrag drin war. Das können wir doch jetzt mal ändern. Und dann trennen wir das mal ab. Dann geht er durch. Und da müssen wir bald mal dafür sorgen, dass der hier nicht überflutet. Ich meine, wir könnten das theoretisch schließen. Ich meine, wir müssen dort keine Wartungsarbeit durchführen. Wir können ja ein bisschen Stahl herausnehmen. Könnten wir. Das wird aber unten landen, im Nix. Das ist leider eine Menge Stahl, das wir hier nicht brauchen. Einen können wir auch nicht mehr. Da ist zu viel Öl. Hat er keinen... Ah doch, hat er. Der ist da oben. Nee, ist ein Atmosensor. Wir haben keinen Hydrosensor, weil kein Platz dafür war.
Wir erhöhen das mal auf 500. Aber es wird nichts brechen. So, das ist voll. Dann trennen wir das wieder ab. Dort abtrennen und einmal hier abtrennen. So, dann wieder Munition herstellen. Und der ist da. Weiteres Solarmodul. Licht haben wir ja dort. Sogar eigentlich ausreichend. Wenn er nur mit Strom verbunden wäre. Und wieder Alarm. Zum Glück bekommen wir ein bisschen Eisen hier mit. Ich bin mir unsicher, ob ich die Munition hier immer rumschießen soll. Jetzt ein bisschen Aluminium noch da, aber trotzdem, ich finde das sehr teuer. Ich meine, wie viel kostet uns das jedes Mal? 25 Kilogramm. Ich weiß nicht. Der ist jetzt wieder voll. Da kommen wir nicht ran. So, hätte ich gerne einen Shut-Off Hydrosensor. Ich werde nicht jedes Mal hier reinschauen. So, wenn du hier was misst, dann schalte die mal ab. Gut. Schon das Aluminium, das ist in Ordnung. Ganz ehrlich, Regolith könnte ich mal wegtragen. Plastik brauchen wir nicht, das müssen wir nicht sehen. Sand auch nicht mehr. Stahl ist wichtig, Steinhedgeling-Eier sind mir egal. Oxidit bräuchten wir, das haben wir irgendwo gelagert. Da unten, da war ich schlau, habe ich gut gemacht. Magmatit muss ich nicht sehen. Kalk, oh, Kohle. Kohle muss ich nicht sehen. Holz hätte ich noch gerne, Graniten möchte ich noch gerne wissen. Erde brauche ich. Arboreicheln, ganz ehrlich, brauchen wir nicht mehr, wenn wir genügend Holz. Aluminium, Algen brauchen wir auch nicht mehr. So. Eisen würde ich gerne sehen. Das reicht auch erstmal. So, haben wir noch irgendwas? Virtuelles Planetarium brauchen wir einmal. Brauchen wir irgendwo Platz für? Hab ich nur wo? Ich meine, wir könnten wieder kurz die Algen verbrennen. Aber eigentlich geht's gerade noch. Ich würde die Algen noch aufheben, falls irgendwas schief geht. Ein Planetarium. Das Planetarium könnte ich hier hinstellen. Da ist doch jetzt neu Platz frei geworden. Gut. So, das kann mit Gold verbunden werden. Das kann entfernt werden. So, da ist jetzt die Sauerstoffversorgung abgebrochen. Abgeschnitten worden. So, Forschung haben wir. Dann können wir mal einstellen. Ich möchte gerne forschen und zwar die besseren Raketen. Ich möchte gerne mit Petroleum fliegen und zwar sehr, sehr schnell. Dafür brauchen wir Feststoff. Ist mal wichtiger, bevor ich irgendwie Zeug transportiere, dass wir weiterfliegen können. Schon wichtig. So, damit hätten wir das. Wir bräuchten noch was und zwar. Haben wir nicht. Munitionswerte, Handwerkstation. Ich glaube, das nächste haben wir erst. Aber diese Superschmiede. Hab ich auch wieder vergessen, wie die heißt. Ja, Molekularschmiede. Die können wir schon bauen. Wo ist denn die? Ja, gut. Da
Dann kommt der Fertigkeiten-Scrubber weg. So, Gebäude, bam. Weg mit dieser Leiter, die brauchen wir nicht mehr. Oh, deswegen verlieren wir die ganze Zeit Sauerstoff. Wegen dem hier oben. Das habe ich komplett vergessen. Dann schließen wir das schnell wieder. Das machen wir wieder auf automatisch, damit die hier wieder raus können. Bam. Gut, weg mit dir. Okay, damit sollte sich das Sauerstoff hier auch wieder stabilisieren. Ich wollte da was hinbauen. Was war's? Ah, die Molekularschmiede. Die sieht so ähnlich aus, deswegen. Veredeln. Molekular. Ja, die passt dahin. Wir brauchen da keinen Zugang. Das ist egal. So, wer verhungert denn da wieder? Ich glaube, die verhungert wegen den Aufträgen da oben. Wegen dem. Unter anderem. Kein Eisenerz. Hier sollte man durchgehend geschmiedet werden. Das ist mir wichtig. Da sind wir fast so weit, das da fertig zu bauen. Die Temperatur sieht okay aus. Wir haben das Wichtigste gekühlt. Das hier ist ein bisschen heiß geworden, aber egal. Schadenüberhitzung. Wo denn? Oh, die Sicherheitstür ist hinüber. Naja. Hier gab es einen Einschlag. Ich meine, wir könnten das Eisen hier gebrauchen. Das hier abzubauen wäre gar nicht mal so schlecht. Weg damit. Und damit. Generell könnte ich mal das Regolith dort oben abtragen und alles, was dort ist. Und die Sicherheitstür könnte auch mal weg. Und ja nicht. Gut. Und fertig. Einmal was abgebaut. Essenszeit. Die bauen ja immer noch dort. Das auch bitte einmal. So, was brauchen wir dafür nochmal? Brauche ich das überhaupt? Ist das wichtig? Thermium. Ich bräuchte das. Superkümmel, das war das Wichtige, nicht Thermium. Das ist mir egal. Superkümmel war wichtig. Ich brauche Fullaren. Okay, Petroleum brauche ich sowieso. Gold muss ich schauen, dass ich was aufhebe. Aber ich brauche sowieso nicht so viel. Okay, Fullaren. Habe ich schon irgendwo Fullaren? Ich glaube, die entdecken wir nur, wenn wir dort mal eine Aufnahme machen. Ein bisschen zu viel essen. Aber ich habe keine Lust, einen eigenen Kühler dafür zu bauen. Aber könnte ich eigentlich, wenn ich Gas abkühle und das dann immer wieder reinleite. Also wenn ich eine eigene Kammer für einen Kühlschrank baue. Mal transportieren tun sie das sowieso nicht, deswegen wäre das eigentlich Blödsinn. Pack das alle mal dahin. Das Essen ist mal wichtig. Ja, wie viel denn da rumliegt? Ist ja unfassbar. Da liegt überall Essen rum. Das ist ganz schöne Barbecue, das darf ja nicht wahr sein. So, das sollte jetzt reichen. Jetzt wird es endlich mal gekühlt. Ich meine, dass ich so eine kleine Kammer baue, indem ich mit nicht den schweren Kühler, sondern mit so einem Klimagerät das einfrieren lasse. Aber wenn die sowieso nicht transportieren, dann warum sollte ich mir die Mühe machen?